in der Stadt schon umgesehen? Ja, sie ist echt interessant. Ja, das definitiv. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Was haben wir denn für heute? Haben wir noch ein paar Sachen. Für 82 Events. Bisschen. Warte mal. Ich glaube, wir können eigentlich jetzt tatsächlich die Charakter anpassen. Ich kann mal meinen Charakter ein bisschen anpassen. Das geht ja auch mal. Warum nicht? Was haben wir denn schöne Frisuren? So. Mal den. Ja, genau. Eine Eishockey-Maske. Warum nicht? Das. So, Schuhe. Ja, immer so. Gut, was haben wir denn schönes? Präsentation, theoretisch. Gib auf die. Du solltest nachts auf den Straßen sein. Vergiss nicht, du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. Gut. Weil ich gerade war, Geld verdienen oder Rap verdienen? Ich glaube, wir gehen Geld verdienen. So, gehen wir auf die Straße mal wieder ein bisschen. Boah, kalt draußen. Offenbar was richtig gemacht. Wir haben unsere Einladung. Motz deinen Wagen so weit wie möglich auf und triff dich dann mit mir. Gut, dann haben wir eine Möglichkeit jetzt. Warte mal. Hier ist eine Möglichkeit, was zu holen. Warte mal. Haben wir nicht irgendwie noch eine andere Einladung gehabt oder so? Warte mal. War da nicht. Genau, das ist nämlich auch nicht mehr gesperrt. Das ist das Schöne. Dann fahren wir da mal jetzt hin. Hey, ich hab wieder ein Rennen für dich. Später. Ich esse jetzt noch einen Happen, aber wenn du willst, können wir uns danach treffen. Ha, verdammt. Ich dachte, wir können jetzt ohne Probleme ein bisschen PS rüberspringen, aber scheinbar noch nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir noch neue Autos holen. Es ist kalt. Es ist kalt, kalt, kalt. Da sind wieder irgendwelche Cops unterwegs. Die sollen uns mal bitte definitiv in Ruhe lassen. Da habe ich mir jetzt echt gesagt keinen Nerv zu. Vorsichtig, komm, fahr geradeaus weiter. Piek jetzt nicht ab. Genau, du fährst geradeaus weiter. Sehr schön. Okay, der fährt da hinten lang. Dann ist er jetzt weg von der Karte. So. Na, wir müssen jetzt in die Nacht, oder was? So, einmal kurz in die Nacht gehen. Und dann. Ich hoffe, du bist bereit. Dir auch hallo. Einfach nach. Ja, dann gib Go. Gib Gummi. Gib Gas. Einer zum Rennen folgen. Macht mal. Bist du nervös? Hör zu, hier geht's nicht um mich. Du musst dir einen Namen machen, damit unsere Crew aufsteigt. Mich kennen die Leute bereits. Ich unterstütze dich, aber du musst gewinnen. Zeig, dass du kein Loser bist wie... Wie deine letzte Crew. Du bist besser als sie. Hoffen wir's.
Also, die Speed Boys. Wer sind die? Naja, Kenny natürlich. Unsere Midlife-Crisis auf Rädern. Und Daryl. Er redet nicht viel, ist aber der Bessere. Neue Tankstelle gefunden. Sie sind die herausgeforderte Crew, also wählen Sie die Strecke. Und da Kenny es niemanden außer sich selbst leicht macht, solltest du mit Überraschungen rechnen. Jetzt nach links. Da sind sie. Okay. Anna Rivera und ihr unfähiger kleiner Sidekick. Denkst du echt, ihr seid den Speed Boys gewachsen? Kenny? Hey, Daryl. Was geht? Bock auf eine Gratisfahrstunde? Wir warten an der Ziellinie auf euch. Let's go. 3, 2, 1, go. Ja klar, wenn einer von uns, Hauptsache einer von uns gewinnt. Gut, 2 gegen 2, 2, also jeder hat zwei Autos an der Start, unsere Crew, die ihre Crew. Ja, weg. Bleib mir vom Leib! Du hast mich gerammt. Na, solange einer da vorne fährt, ist mir das tatsächlich egal. Trotzdem will ich natürlich das Rennen gewinnen. Wie gesagt, nochmal, du hast mich gerade gerammt. Genieß die Aussicht! Ab jetzt geht's nur noch abwärts! Ah! Mann! Pass jetzt gut auf! Ach, ich hab kein Nitro mehr, Scheiße. Aber ich hab die Jungs immer noch an der Backe kleben. Platz 1, halt dich warm! Komm und hol ihn dir! Asphalt langweilt mich! Versuchen wir mal was anderes! Ich liebe die Meeresbrise! Da vorne ein bisschen aufschließen jetzt gerade, damit wir das Ding hier mal wir gewinnen. Komm schon, gib mal Gas! Nur die Frage zählt das, wenn sie das Ding gewinnen. Seiten gehören zu dieser Stadt. So langsam wird's ernst. Ist hier eng genug für euch? Ja, und voller Müll, wie du's magst. Die Frage ist, wie viel haben wir noch? Ich geh nicht vom Gas! Du musst mich schon überholen! Ja, damit hat sich das Ding gewonnen. Verdammt, war das knapp! Wenn du nochmal die Chance hättest, würdest du gewinnen. Echt jetzt, aber tatsächlich, wenn die gewonnen hat? Oh, super. Scheiße, wenn die gewonnen hat, der reicht das nicht. Schade. Kleiner Sidekick. Denkst du echt, ihr seid den Speed Boys gewachsen? Kenny? Hey, Daryl.
Was geht? Bock auf eine Gratisfahrstunde? Wir warten an der Ziellinie auf euch. Okay, dann müssen wir sie nochmal versuchen zu packen. Nur der erste Platz zählt. Du kriegst das hin. Wenn jetzt mich vorbeigelassen, wäre es vorbei, wäre es okay gewesen. Also in der nächsten Folge nochmal probieren mit einem. Ich werde dir hart zusetzen. Mit einem neuen Auto oder so. Genau, wir sind am Gipfel. Ab jetzt geht's steil bergab. Ich hab dich im Blick. Jetzt gerade ein bisschen konzentrieren. Da einer vorne ist. Aber wir dürfen. Da habe ich mich ein bisschen zu zipperlich jetzt reinge. Geh mal weg. Alle bereit? Ich hoffe, ihr habt Schwimmsachen dabei. Ich hoffe, dein Motor ist sandgeschützt. Komm, die holen uns ja eine holen wir uns noch. Auch die dreckigen Seiten gehören zu dieser Stadt. Ist hier eng genug für euch? Ja, und voller Müll, wie du es magst. Ich werde nicht einfach aufgeben. So, jetzt sind wir ein bisschen besser durch die Kurve gekommen als eben. Und das Ziel ist da vorne sichtbar. Und ich habe noch Nitro. Wir haben es gleich. Lass nicht nach. Yes. Haben wir es. Boom. Jetzt kennen sie deinen Namen. Aber wir hatten schon hart zu kämpfen, muss ich sagen. Da hatten wir gerade schon extrem hart zu kämpfen. Scheinwerfer gekostet. Was hast du erwischt? Weiß nicht, ein Mülleimer oder sowas. Müll ist es jetzt sowieso. Hey, ist das nicht dein... Oh, shit! Nein! Was soll das? Was? Hey, weg von dem Fahrzeug! Ausweis, na los! Na, scheiße. Rivera, hä? Ist das Ihr Wagen? Ja. Gibt es ein Problem, Officer? Kommt drauf an. Wir haben eine Menge Meldungen bekommen, dass ein Fahrzeug wie dieses in illegale Aktivitäten verwickelt sein soll. Augen nach vorn! Was bedeutet... Die Maske. Ich habe das Recht, es zu beschlagnahmen. Wo waren Sie letzte Nacht? Wir waren hier, wir waren hier. Sie, Ausweis. Vollpfosten. Netter Name. Haben Sie ein Auto? Ja, Sir. Ja, Officer! Bisschen unfreundlich, der Kollege. Wo ist es? Da drüben. Nice.
Vielleicht habe ich das Falsche beschlagnahmt. Schau, wo bist du gerade? Auf dem Weg. Schlüssel. Warum noch denn? Schlüssel. Wollen Sie es wieder? Sie haben 10 Tage. Dann wird es geschottet. Aber ich denke 10, vielleicht auch früher. Waren Sie vorsichtig? Scheiße. Sag nichts. Bring mich nach Hause. So, da bringen wir sie noch eben kurz nach Hause und dann machen wir Feierabend für heute. Ach Gott, haben wir dieses Rennen noch gewonnen. Also, alles okay? Du musst das verstehen. In meinem Auto habe ich die Macht. Ich habe die Kontrolle. Jemand will was von mir? Klar, der soll nur kommen. Wenn's aber heißt, steigen Sie aus dem Wagen, Man, haben die Macht. Und ich habe nichts. Dafür verbrauchen wir definitiv mehr Leistung oder machen wir mal ein neues Auto. Müssen wir mal gucken. Das heißt, wir müssen jetzt in der nächsten Folge einfach mal mit uns die Kohle zu machen. Damit wir uns irgendwann mal ein neues Auto leisten können. Die Nacht ist beendet. Neuneinhalbtausend. Ja gut, Treppe geben wir nur keinen, weil wir wieder die Nacht gefahren sind. Die sind ja getrennt. Wie FFL. Aber News. Gerade als das Street Racing Problem unter Kontrolle zu sein schien, hat sich letzte Nacht eine Gruppe Racer auf den Straßen ausgetobt und dabei Schäden in Höhe von mehreren tausend Dollar verursacht. Viele Einwohner haben Angst vor dem, was als nächstes passieren könnte. Das zeigt uns doch, dass meine Taskforce nötig ist. Jetzt mehr als jemals zuvor. Diese Tat ist unverzeihlich. Und ich verspreche, dass ich alles tun werde, was in meiner Macht steht, um sicherzustellen, dass so etwas nie wieder geschieht. Also, das klingt genau nach so einer Sache, die jemand tun würde, um herauszustechen. Ja, ist halb so wild. Vermisst du es nicht? Reich mal rüber. Anna sagt, du warst gut. Gut genug für die League. Was ist passiert? Ich weiß, sie versteht es nicht. Und shit, ich auch nicht. Aber es gibt Konsequenzen, die schlimmer sind, als eine Crew zu verlieren. Weißt du, nach letzter Nacht bin ich wirklich erstaunt, dass sie noch nicht vor mir angegeben hat. Zu müde, denke ich. Ja. Wenn du Zeit hast, hätte ich da was für dich. Ein alter Freund von mir nervt voll rum. Er will sehen, was du drauf hast. Hat gute Kontakte. Ich glaube, das würde sich für dich lohnen. Sicher. Ich fahr mal hin. Danke. Kein Ding. Und jetzt zu dir. So, die Aufmerksamkeit haben wir erlangt. Definitiv. So. Neue Wagen freigeschaltet. Was haben wir denn freigeschaltet? Mercedes, AMG. Sehr schön. Ein Audi S5. Und ein Infiniti Q60 S. Sehr schön. Und ein Land Rover. Wunderbar. Wo ich jetzt nicht sicher bin. Klar, ich mag's hier. Kann ich mir irgendwie ein Auto kaufen? Achso, ich könnte mir theoretisch die Autos holen, ne? So, der ist... Achso, okay. Königsegg. Achso, das sind das die aktuellen Autos, die jetzt gerade auf der Strecke sind, oder was? Oh. Sind die momentanen Fahrzeuge, okay.
So, okay. So, gucken wir mal wegen dem Autohändler. Wir gucken uns mal, ob wir uns irgendwie ein neues Auto mal leisten können. Ich will ja unbedingt mal auch ein paar andere Autos zeigen. Wobei mich gerade der Infiniti ein bisschen interessieren würde. Gucken wir mal. So, wir haben 23.000. Was haben wir denn schönes? Nissan Silvia. Ach, der kostet 45.000, ne? Die Autos sind ja, ach Gott, die sind ja so teuer, die Autos. Stufe 10, was kriegen wir denn? Ich habe bestimmte Fahrzeuge so ein bisschen im Blick. Okay, das ist ein alter Wagen. Ich brauche einen neuen Subaru BRZ. Ich glaube, so große Fahrzeuge, so große Sprünge können wir gerade eh nicht machen, ne? Mit den Fahrzeugen. Sind in Stufe 8 mittlerweile. Boah, die sind teuer, die Fahrzeuge. Die sind echt scheiße teuer. Okay, dann können wir uns nämlich keine leisten. Ja, bitte. Dann müssen wir mal ins Tuning noch gehen. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Tuning für das Auto. Ja. Aber das machen wir dann tatsächlich auch in der nächsten Folge, würde ich sagen. Das reicht nämlich für heute so ein bisschen. Wir haben ja gut was geschafft heute. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn Need for Speed geht. Bis dahin und tschüss.